So, herzlich willkommen auch nochmal an die Leute auf YouTube. Jetzt geht quasi die Folge offiziell los mit Herzog Gottschalk, dem Apostel. Und der hat ja jetzt das folgende Problem, kann man es fast schon nennen. Sein Sohn ist gestorben an den Pocken, an den Blattern mit 36 Jahren. Der Sohn hatte ja auch einen Sohn gehabt, aber auch der ist an einer hartnäckigen Grippe ja schon vorher verstorben. Sprich, wir sind jetzt eigentlich dazu verdonnert, unsere Enkelin Gräfin Johanna, die irgendwie viel älter aussieht, als sie gerade ist mit 17 Jahren, die ist jetzt unsere Nachfolgerin geworden, die befindet sich auch in Klausur. Und das wird ein interessanter Charakter hier, faul, gemäßigt, aber auch gebildet und ein törichter Krieger. Sehr komische Konstellation hier. Na gut, mal gucken. Solange die lebt und ihre Schwester Agathe, ist das, glaube ich, erstmal kein Problem. Sie ist jetzt die Nachfolgerin, danach käme Agathe, danach sogar Syl, unsere Tochter. Warum die jetzt als drittes kommt, ich glaube, das liegt am Alter. Die älteste der drei Enkelinnen, / Töchter, ist dann hier die erste Nachfolgerin. Ihr hört es auch vielleicht ein bisschen, ich bin ein ganz klein wenig heiser von gestern noch, es war Fußballzeit. Aber ich gucke mal, wie lange ich hier kommentarmäßig durchhalte. Dann ist unser Neffe noch hier, Emery Divrea. Okay, und wer ist dann noch? Boah, irgendwelche Leute, die gar nichts mit uns zu tun haben, der König von Aquitanien zum Beispiel. Oh Mann, hoffen wir mal, dass jetzt alle am Leben bleiben. Wir könnten jetzt in Klausur gehen, die Tore quasi schließen, denn die Pocken herrschen ja bei uns aktuell immer noch. Diplomatie. Tja, unser Pilgercharakter hier. Stark, Zwilling, gerissen, Pilger, Meisterspieler, er ist eigentlich ein Feigling. Ich habe das schon mal so ausgelegt, dass er deswegen nicht unbedingt die Tore zumacht. Aber, jetzt wo alle um uns herum so wegsterben, macht das natürlich schon ein bisschen Druck, ne? Naja, mal gucken. Ich lasse es erstmal, ich probiere es. Wenn wir dann sterben sollten oder die Krankheit bekommen, dann ist das eben so. Auch wenn der Charakter feige ist, aber irgendwie so extrem paranoid ist er ja auch wieder nicht. Mein Marschall teilt mir mit, dass einer meiner Befehlshaber mit dem Namen Olivier beträchtliche Fortschritte gemacht hat. Er ist ein Anführer der Kavallerie geworden. Ein Stratege, ui. Und er hat aktuell die Gicht. Ist aber eine milde Krankheit und wird auch erfolgreich behandelt, das ist gut. Er ist auch tapfer, ein zäher Soldat, ein kompetenter kriegerischer Anführer hier. So, ich glaube, das war ein Autosave, genau. Befehlshaber ist er schon. Das ist ja ganz gut. Wir können ja mal gerade schauen, dass wir hier unser Gefolge ausstatten. Mit entsprechend solchen... Befehlshaber. Wir haben eigentlich nur zwei. Das ist Olivier. Achso. Den sollte ich vielleicht mal dahin tun, wo auch wirklich Kavallerie ist, nämlich hier. Er hier und er hier, genau. Erdwine ist dann der Anführer hier des Gefolges. Das ist okay. Ich glaube, das können wir so machen. Sehr schön. So. Was? Finger des heiligen Johannes des Täufers. Jetzt mit Mengenrabatt in der Zehnerbox. What? Ein Bischof macht euch darauf aufmerksam, dass falsche Reliquien auf dem Markt mit hohen Gewinnen verkauft werden. Natürlich werden so eine Menge Umsatz und Steuereinnahmen erwirtschaftet, aber trotzdem sind diese Geschäfte absolut schwierig wahrscheinlich. So, wir können den Kriminellen das Handwerk legen. Verlieren aber ein bisschen Gold. Die Kirche stimmt aber auch zu. Die Tempelvasallen mögen uns noch mehr.
Wenn wir sie in Ruhe lassen, dann verlieren wir ein wenig Meinung bei den Vasallen. Also gemäß hier der Zustimmung unserer Bischöfe könnten wir uns das sogar leisten, sie in Ruhe zu lassen. Andererseits sind wir ja auch hier so ein religiös eifriger Charakter. Haben aber ansonsten kein Religionstrait, ne? Ich glaube, die lassen wir tatsächlich mal in Ruhe. Ich glaube, das können wir uns an der Stelle leisten, vor allen Dingen, weil wir ja nicht viel Reichtum aktuell haben und der nur langsam ansteigt. Dadurch, dass wir aktuell das Gefolge wieder auffüllen, das zieht uns ziemlich viel Geld ab. Nun gut. Ja. Haben wir eigentlich immer noch unseren Anspruch auf Amiens? Ich glaube schon, ne? Tatsache. Also wenn wir uns hier erholt haben und die Pockenwelle hier abgenommen hat, dann können wir uns natürlich auch überlegen, boah, ist das eine Ausbreitungsrate hier. Ich meine, das war glaube ich schon mal mehr, aber holy shit. Ganz England, Schottland, die halbe Nordseeküste von den Pocken befallen. Bischof Roland ist nicht mehr Verwalter, ist mit 70 Jahren gestorben. Gilbert, ist das sein Nachfolger? Ich glaube ja, ne? Der mag mich, weil er, glaube ich, von mir irgendwie eingesetzt worden ist. Wie alt ist der? 54. Boah, 52. Boah, ja, die beiden bräuchten eigentlich jetzt auch schon wieder Nachfolger, weil sie so alt sind. Wir hätten hier noch den Marquard. Das wäre ein ganz solider Typ. Aber für den anderen bräuchten wir eigentlich auch noch einen. Da müssen wir uns langfristig drum kümmern. Dann brauchen wir jetzt noch einen Ersatz für den Verwalter. Das könnte tatsächlich Erdwine machen. Der uns auch loyal ist. Und relativ ordentlich damit ist. Und ich glaube, aktuell müssen wir wirklich auf Steuereintreiben gehen. Da wir doch ein wenig zu strugglen haben mit unseren Einnahmen hier. Das ist doch ein ganz schön zähes Ding. So. Okay. Ups, so nah wollte ich nicht ranzoomen. So, ja, das Gefolge, wie weit wird das noch aufgestockt? Das müsste ich auch mal gerade nachschauen. Militärgefolge. ...1631. Passt das hier überhaupt? Ja, nee. Hä? Doch. Irgendwie schon, glaube ich. Okay. Ich habe jetzt nicht genau nachgerechnet, aber irgendwie so um den Dreh muss das wohin hauen. Boah, wir haben schon wieder 3400 Prestige. Das hat natürlich der Charakter hier ordentlich akkumuliert. Heftig. Ja, wir sind auch Berater, das gibt schon 3,0. Das ist schon echt heftig. Graf Ranulf von Maine wird zum neuen Anführer für eine Fraktion. So, Macht des Rates erhöhen, Fraktion. Könnten wir auch Mitglied werden. Hm, 50%, 10.000 Männer, Herzog Guichard, Graf Giraud und Herzogin Blanche von Murcia. Hm. Herzog Albrecht, nee, Bürgermeister Albrecht ist nicht mehr Agentenführer. Oh, der nächste ist gestorben. Jetzt brauchen wir einen Agentenführer hier. Albrecht könnte das machen. Bürgermeister von Male, ein fähiger Taktiker. Ist das nicht auch Nee, ist er nicht. Das ist nicht einer unserer militärische. Ach Gott, warum finde ich das Wort denn jetzt nicht? Unserer Befehlshaber. Dankeschön. Ah, ein Handy. Oh, ein Telefonanruf. Da müsste ich gleich vielleicht mal in der Pausenfolge mal kurz zum Telefon greifen. Aber noch haben wir die ja lange nicht erreicht. Das werde ich dann gleich mal machen. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, Agentenführer. Albrecht, der Bürgermeister, ist der Fähigste. Dann wird er das Amt übernehmen. Und wird auch intrigieren. Das passt. Okay. So, 1350 oder sind die jetzt... Die sind schon alle voll. Das war's schon, wir haben nicht mehr Gefolge, okay. 600, 800, 900.
Und 450, ja gut, das sind ja 1350, stimmt. Was das hier soll mit den zwei Zahlen, das habe ich auch noch nicht so ganz durchblickt. Ach so, ja, die werden ja mehr gerechnet. Also Spießträger bekommen eine Zahl von 900, sie sind zwar nur 450 Mann, aber es werden zwei gezählt für jeden Soldaten und dadurch ergibt sich diese 2,3k. Ah, und durch die Technologie haben wir 600% mehr und deswegen ist statt 1,6k 2,3k Versorgungslimit quasi. Okay. Gut, also wenn die voll sind, dann haben wir jetzt auch mehr Einnahmen. Und dann können wir auf jeden Fall schauen, weil wir hier auch volle Wehrpflichtigen haben. Also erstmal können wir gucken, dass wir noch die Truppen ausbilden. Dann haben wir nämlich gleich schon noch mehr Wehrpflichtige. Boah, hier oben werden die Leichen aufgestapelt. Guckt euch das mal an. Wow. Hier ist auch schon wieder geringer Bevölkerungsverlust in Gent. Oh. Der ganze Wohlstand ist hier in Gefahr. Genau wie bei den anderen Provinzen außerhalb von Flandern natürlich auch. Hui. Das ist ja schon ziemlich heftig. Okay. So. Aha, 1350 Soldaten. Oh, wir kriegen jetzt schön Plus hier, das ist gut. Wir bräuchten nämlich noch einen dritten Befehlshaber. Das kostet uns ja auch wieder Geld. Obwohl, wir könnten ja Bürgermeister Albrecht, unseren Agentenführer, unseren neu ernannten, einsetzen. Der auch Armeen anführen darf. Was ist mit ihm? Er darf das auch. Er hat auch ein gutes persönliches Kampf-Trait. Der Marschall sowieso. Oh, der hat aktuell die Blattern. Na, der sollte vielleicht gerade keine Armeen anführen. Unser Kanzler ganz bestimmt mit 4 auch nicht. Und unser Hofprediger mit 9 muss das auch nicht unbedingt tun. Aber die anderen zwei, die dürfen das auf jeden Fall. Okay. So, dann können wir hier in die Mitte auf jeden Fall. Moment mal. Habe ich nicht gerade die hier voll gemacht? Ach, der macht hier. Ach, weil der intrigiert hat, darf der nicht abgezogen werden, ne? Dann geh du mal weg vom Intrigieren. Dann bist du halt untätig. Aber führst hier die Armee unter anderem an. Das finde ich auf jeden Fall so ein bisschen sinnvoller. Dann ist der auch nicht mehr untätig. So. Designierter Regent von Flandern müssen. Oh, den müssen wir natürlich jetzt erstmal hier zügig aufbauen, aufstellen. Ist das unsere Nachfolgerin? Eigentlich macht das Sinn, ne? Oder nehmen wir hier einen der Bischöfe? Gilbert zum Beispiel oder Eadwine, das sind ja alteingesessene, treue Seelen. Der ist sogar treuherzig. Gerecht, wohltätig, er ist auch grausam, geduldig. Gilbert ist wiederum unser Arzt, unser Hofarzt. Der hat aber Krebs. Dann nehme ich mal Eadwine hier als designierten Regenten. So, wollen wir doch mal gucken, wie es denn weitergeht. Okay, so. Alles klar, Papst Leo X. ist gestorben, Anastasius IV. ist der Nachfolger. Ist auch ein Kreuzritter. Also auch ein verdienter Kreuzzügler, das ist ja schon mal gut. So. Boah, diese Pocken nehmen auch gar kein Ende hier. Doch so langsam ziehen sie sich aus England zurück. Nur die Nordsee, die hat es halt noch voll in sich. Natürlich sehr, sehr unpraktisch. So. Na, vielleicht warten wir noch bis März oder April, bis das Wetter sich wieder ein bisschen bessert, sage ich mal, weil. Dann möchte ich wirklich in den Feldzug gehen. Dann haben wir auch wieder eine Menge Geld auf dem Konto liegen quasi. Und können uns dann hier hoffentlich an Amiens machen. So, es gibt ein paar Klöster in der Nähe, wo die Laien, die zum Dominikanerordenszirkel gehören, oft zusammenkommen. Daher wird von mir erwartet, dass ich diesen Treffen häufiger beiwohne und dass ich recht viel Zeit in diesen Klöstern verbringe, um mit den klösterlichen Grundlagen des Ordens in Berührung zu kommen. Eine solche Phase wird demnächst beginnen. Ja, ich werde meine Pflichten erfüllen, so wie man es von mir erwartet, ganz genau. So werden wir das machen.
So, in Brügge ist zumindest die Pest auch schon wieder vorbei. Das ist schön. Dann geht jetzt allmählich hier die Pest zurück. Nur noch Ypern hat hier und Gwyn. Ich warte mal, bis das jetzt vollständig weggeht im Sommer, weil das ist mir zu risikoreich, die Armeen jetzt da durchzuschicken. Ich bin nun seit einigen Tagen im Kloster, vereint mit anderen, deren Streben ebenfalls Gott gilt. Und dennoch stelle ich fest, dass mir echte Freunde fehlen. Donatus Ljudevit und ich kommen gut miteinander aus, aber vielleicht könnte ja eine Freundschaft entstehen, wenn wir zusammen etwas unternehmen würden. Bestimmt würde ihm oder ihr das gefallen. Ein Strategiespiel spielen. Na gut, wir sind ja Meisterspieler. Wir könnten Schrift der Bibel diskutieren. Feinheiten der Regierungsgeschäfte. Oder einen Spaziergang machen, ein wenig plaudern. Ich glaube, das ist doch erstmal eine völlig unverfängliche Idee. Das machen wir erstmal. So, wir können in einen technologischen Fortschritt investieren. Oh, im wirtschaftlichen Bereich kündigt sich ein Fortschritt an. Während ich hier fast Stifte runterschmeiße vom Tisch. Ja. Wirtschaftstechnologie-Technologiepunkte dürfen wir eigentlich nur in Stadtinfrastruktur und Handelspraktiken stecken. Andererseits wollen wir natürlich auch die Kircheninfrastruktur aufrechterhalten. Deswegen haben wir das erstmal auf 4 gebracht. Das ist auch okay. So. Weiter geht's. Ja, Ypern könntet ihr... Jawohl, jetzt ist Ypern befreit von dieser ewigen Pockenpest. Das heißt, wir können jetzt unsere Truppen ausheben, hier vorne. So, erstmal unsere eigenen Truppen. Guck mal, da haben wir doch schon einen großen Teil Truppen zusammen. Insgesamt 7139 Mann. Das kann er definitiv nicht ausheben. Da müssen wir noch nicht mal auf die Macht der Vasallen irgendwie kommen. Und können ihm eigentlich auch direkt hier Lol, das Logik. Wenn wir keine Wehrpflichtigen ausgehoben haben, können wir keine Kriege erklären. Ist das vielleicht umgekehrt gemeint? Ich glaube schon. Okay, tu die nochmal weg. Oh Mann. So, Rutger ist zurückgekehrt, das ist schön. Ja, jetzt kann ich ihm den Krieg erklären. Das war falsch formuliert hier unten in der Beschreibung. Umgekehrt sollte es lauten. Wenn wir Wehrpflichtige ausgehoben haben, dann können wir auch keinen Krieg erklären. So rum macht es auch Sinn. Okay, so, Krieg ist erklärt. Dann dürfen wir... Das ist eigentlich ziemlicher Quatsch, ob ich die jetzt aushebe oder eine Minute vorher. Das interessiert nicht viele. So, Prinz Ljudevit fand meinen Vorschlag ganz toll und nun sind wir die besten Freunde. Wenn wir Zeit haben, treffen wir uns und ich merke schon jetzt, dass es Auswirkungen auf die Einstellung gegenüber meinen klösterlichen Pflichten hat. Ich muss mich auf meine Pflichten konzentrieren, deshalb bin ich ja schließlich hier. Wir sind enge Freunde, wir kriegen 25 Pietät und ich konzentriere mich auf klösterliche Aufgaben oder ich sollte mehr Zeit mit Ljudevit verbringen. Das sind aber auch enge Freunde. Oha, oh, das hört sich an, als wenn wir auf einmal in Richtung Homosexualität abdriften. Es ist ja nicht so, dass wir etwas täten, was unnatürlich wäre. Okay. Na, ich weiß, ich glaube, wir konzentrieren uns mal lieber auf die Pflichten. Das macht an der Stelle mehr Sinn. So, er zieht auch seine Truppen zusammen, wir aber auch. Wir bekommen den Angriffsmalus auf Amir. Das muss ich gerade mal nachschauen. Den bekommen wir aus Boulogne, Artois oder Vermandois. Aber nicht aus EU. Wenn wir also nach EU gehen und von dort angreifen, dann haben wir die Chance, ihn ohne Abzüge anzugreifen. Das werden wir dann mal tun. So, dass wir wenigstens diese Schlacht hier noch in der Folge miterleben. 3500 Mann. Aber halt auch die Hälfte weniger wie wir. Am 22. Juni geht's los. Und dann zählt es hier. Mit 1188 leichter Kavallerie. Boah, lol.
Die Kirche möchte in unserer Domäne ein Mysterienspiel veranstalten. Sie scheinen der Ansicht zu sein, dass wir für die Kosten aufkommen sollen. Boah, jetzt in Kriegszeiten. Für 2 Jahre. Boah. Na, zum Ruhme Gottes, ja. Boah Gott, das wird jetzt teuer. Oh, aber der... Oh, Dschihad für Jerusalem, interessant. Direkt nach dem Kreuzzug sofort der Dschihad. Kalif Ablarion hat beschlossen, einen Dschihad gegen die Giauren im Königreich von Jerusalem aufzurufen. Er ruft alle rechtschaffenen Schia-Muslime zu den Waffen, also die schiitischen quasi, um gegen die verdorbenen Kaiser Volkart... Gegen die Kaiser? Was? Gegen den Kaiser ins Feld zu ziehen. So, wir gewinnen hier ziemlich stark, denn der hat eine Flanke komplett ohne Befehlshaber. Das war natürlich ein ziemlich leichter Sieg hier für uns. Okay, das ist schon mal gut. Der Gegner hat 1000 Mann verloren, wir nur 143. Es gibt ein paar Technologiepunkte. Der Gegner muss sich jetzt hier erstmal erholen. Und wir können schon mal belagern. Das ist doch schon mal nicht schlecht im Juli, mitten im Sommer. Alles klar. So, und an der Stelle würde ich sagen, ach, guck mal, hier unten habe ich ja auch noch eine Teilarmee. Das habe ich gar nicht bemerkt. Ups. Gut, ziehen wir die auch noch mit dahin. Und dann würde ich sagen, ich mache an der Stelle mal Folgenende. Und ja, verabschiede mich schon mal von den Leuten auf YouTube und bedanke mich fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Tastenhauer.